In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen Fußring drehen könnt. Der ist noch ziemlich feucht, gerade so, dass es nicht mehr klebrig ist, aber es ist doch noch ziemlich feucht. Und ich mache das deshalb so, weil ich hier noch ein bisschen was dran verändern will. Und da ist es wichtig, dass er nicht zu hart ist. Fühle ich hier von innen und außen, kann ich so ein Gefühl dafür bekommen, wie dick ist die Wand. Es ist hier ein kleines bisschen dicker als hier. Das heißt, ab hier ungefähr mache ich mir meine Markierung, muss ich ein bisschen was abnehmen. Der Fuß ist sowieso viel zu groß, den will ich sowieso wegmachen und ich will ihn ungefähr bis, mal gucken, wo innen die Wand losgeht. Also ich denke mir, bis hier ungefähr, das werde ich auch alles wegnehmen. Alles, was zwischen dieser und dieser Markierung ist, da werde ich meinen Fußring drehen. Ein bisschen Feuchtigkeit, ich mache das, feuchte das hier unten an. Und auch hier auf der Scheibe. Versuche das schon mal so ein bisschen mittig zu positionieren und lasse jetzt das Rad, die Scheibe ganz langsam drehen. Und fühle hier mit meinem Finger. Und ich merke schon, so jetzt sehe ich, seht ihr das hier? Hier ist jetzt ein großer Abstand, den kann ich jetzt schon mal so ein bisschen halbieren. Wieder und immer den Abstand, den ich hier sehe zwischen meinem Finger und der Kante vom Topf, den versuche ich immer zu halbieren. So, jetzt ist der Abstand schon kleiner geworden. Ich schiebe das jetzt quasi in die Richtung meines Fingers und versuche so den Abstand, die Hälfte des Abstands immer zu erwischen. So, jetzt habe ich den Becher ganz gut zentriert. Perfekt muss das nicht sein, aber so ziemlich. Und ich drücke das ein bisschen nach unten und wackel das ein bisschen hin und her. Und jetzt kann sich hier so ein Unterdruck in dem Becher aufbauen. Und dadurch hält er jetzt fest. Ich habe zwei verschiedene Instrumente, die ich gerne benutze. Das ist einmal so ein ganz normales Schlingenteil und von Matt Tools, so ein ganz besonderes Teil. Und beide kann ich gut benutzen. Das fürs Grobere und dieses hier vor allen Dingen nachher für die Feine. Und ich nehme jetzt erstmal die Ecke hier von dem. Und guck mal, hier habe ich die Markierung. Ich mache mir erstmal hier eine Markierung einmal rein. So, und manchmal ist es so, dass man hier oben, wenn man beim Abschneiden das nicht ganz gerade erwischt, dass hier so eine Macke ist. Das ist bei dem nicht der Fall, aber falls das mal so sein sollte, dass es hier sehr uneben ist, dann habe ich noch ein drittes Tool, was ganz nützlich ist. Das ist eine alte Reibe. Da habe ich das Plastik hier drumherum abgemacht. Die setze ich so auf die Hälfte drauf und kann das grob erstmal ein bisschen gleichmäßig abhobeln. Jetzt drehe ich mir erstmal oben eine Markierung, wo die äußere Kante des Fußrings sein wird und gehe dann so langsam nach unten und habe hier eine ganze Menge Material, was ich wegnehmen muss. Man sollte gerade am Anfang nicht zu viel Druck geben, sondern lieber länger und dafür ganz dünne Streifen abdrehen, wenn man doch dann schnell mal abrutscht, wenn man zu viel Druck ausübt. Und da ich meine Becher nachher tauche in die Glasur, versuche ich hier immer so einen kleinen Unterschnitt zu machen. Das heißt, ich setze das Teil hier, ich zeige es mal von hier, übertrieben so schräg an. Kann ich das nachher hier besser fassen zum Tauchen. Und jetzt kommt das feine Teil. Hier kann ich die Rundung prima mitmachen. Jetzt gehe ich von unten nach oben. Dadurch, dass mein Ton noch sehr feucht ist, klebt es so ein kleines bisschen an, aber wie gesagt, ich will es ja noch ein bisschen bearbeiten, dafür brauche ich das.
Normalerweise lasse ich den Ton ein bisschen fester werden. Aber so geht's auch. Je flacher ich die Rundung hier auflege, desto größere, breitere Streifen von Ton kann ich hier abschälen und desto glatter wird die Oberfläche. Der Becher ist ein kleines bisschen unrund, das könnt ihr sehen. Aber ich werde ihn sowieso noch bearbeiten, da ist es nicht schlimm. Ich mache mir hier innen die Markierung, wo der Fußring innen soll. Kann ich von innen nach außen abdrehen. Ab und an halte ich mal an und stupfe so mal mit dem Finger auf und dann kann ich fühlen, wie viel Ton ich hier noch unter dem Werkzeug habe. Man hört es ganz deutlich, wenn der Boden zu dünn ist. Hier ist nicht mehr so ganz viel. Es reicht noch. Hier werde ich nur noch ein bisschen glätten. Hier zum Rand hin darf noch ein bisschen mehr Ton weg. Das heißt, ich werde von der Mitte jetzt hier nur glätten. Und nach hier drehe ich das Tool so ein bisschen und kann dann so ein bisschen tiefer gehen noch. So. Im Idealfall hat man so eine Kurve, die von hier nach hier übergeht. Und wenn man den Fußring wegnehmen würde, würde es genau eine Linie hier ergeben, so eine Kurve. Das bedeutet, hier kann ich noch ein kleines bisschen wegnehmen. So. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen versäubert, so einen kleinen Kosmetikschwamm. Dass ich hier keine scharfen Kanten habe. Das war fertig. Und jetzt sitzt es hier recht fest auf dem Plastik drauf und wenn ich das abkriege, ohne dass es kaputt geht, gibt es noch einen Trick. Und wupp, geht's ab. Wird das noch ein bisschen versäubert. Et voilà. Fertig ist der Becher. Und jetzt viel Spaß beim Selbermachen.